Blade Dawn Chorus. Hallo Leute, und weiter geht's mit Xenoblade, die 19. Folge schon. So, wir wollen jetzt nochmal schauen, ob wir diese blöde Höhle finden. Diese blöde Höhle. Hier ist noch ein Gegner, aber da oben ist eigentlich nichts mehr. Ich sehe zumindest. Oh. It must have sensed our skill. Komm her, komm! Ja. Und wir haben immer Geld, so viel abzieht. Much obliged. Take the directive. Losing focus. So fast. Don't give up on me. Let's pick this up and you'll win the show. So let us make use of it now. Blind spot. Watch and look. I'm the man for the job. Our emotions are in tune. Everyone's getting excited. Cosmos moving out. Yeah. So, komm her. You can count on me. I like your attitude. Go for it. Yeah. Make sure it's complete. Why not? Why not? Yep. Much obliged. Hmm. Splendid. Go on, raise us some more. Okay, jetzt schauen wir nochmal hier oben. Hier oben war aber nichts mehr. Also ein Sammelpunkt, den machen wir natürlich auf. What have we here? Okay, also ist hier nichts mehr. Kommen wir oben irgendwo hoch? Nee. Nee, da geht's nicht hoch. Okay, ich denke mal, dann wird es nämlich über diese Ebene weitergehen. Also müssen wir hier wieder runter. Da ist eine Sammelstelle. Die haben wir vorher schon mal gesehen, bloß da war das Wasser noch zu hoch. What have we here? Ein paar Fische. Und hier habe ich noch eine Kiste gesehen. Treasure acquired. Seltener Kernkristall. Könnte man nachher mal resonieren. Sardinentor. Sehr schön. Haben wir doch jetzt endlich einen Portpunkt. So, okay. Hier sind auch wieder ein Haufen Mobs. Genau, und da schätze ich mal, wird es weitergehen. Zu der Nebenquest. Dann gehen wir nochmal hier lang. Aber er zeigt immer noch eine Ebene hoch. Ich glaube, ich muss noch höher. Drachentränen. Oder komme ich dann nur hoch, wenn ich das Windelement dort habe? Hm. Wir gehen einfach mal hier durch. Und die uns nicht angreifen, ja, hier kommen wir auch nie weiter. It must have sensed our skill. Diese komische Echsen hier. Für uns nix. Treasure acquired. Okay, hier ist nichts, hier können wir nicht hoch. Dann schauen wir mal, ob wir das Windding da benutzen können, ob das schon geht. Ob wir die. Ob wir da schon was freigeschalten haben oder eben nicht. No! We lost the upper hand! Lass mich in Ruhe. Resettet der oder nicht? Ja, okay, resettet. So, hier wollte ich hin. Unterirdische Quelle. Okay, das reicht noch nicht aus. Und jetzt komme ich sie auch nicht mehr hoch. Aber wie gesagt, er hat eigentlich gesagt, wir müssen hoch. Also laut Radar müssen wir hoch und nicht runter.
Haufen Mobs, ey. It must have sensed our skill. Jetzt müssen wir wieder runter. Dort ist die Höhle. Okay, dann klatschen wir die mal hier weg. If they seek a fight, they shall get one. Oh, mit dringend Heilung, Leute. So knapp, hä? Remember, Rex, pride comes before a fall. Denk mal, das wird die Höhle sein. Ziehen Sie mal ein bisschen rein. Oh nee, jetzt wurde er. Was? Raus hier. Raus, raus. Stufe 80. ETF. Die hauen uns auf einen Schlag kaputt. Oh, die nee, wir gehen, wir lassen die resetten. Wir lassen die resetten, würde ich sagen. No one can stop. Okay, bring it on. Heftiger Scheiß. Wo sind wir jetzt? Boah, die haben mich genügend erwischt. Alter, der Stufe 80 ist heftig, oder? Ja, da können wir nicht reingehen. Wäre genau da drin, aber das können wir nicht machen. Das schaffen wir nicht. Dann müssen wir hier hoch. Eine Bohrbrücke. This'll be a walk in the park. Gotta do what you gotta do. Yeah, anchor shot. Ha. Make haste and retreat. Yeah. Yeah. Oh no, we don't. Let's keep this up and we'll win for sure. I like your attitude. Let's go. Sword bash.
Did I do that? Great! Ha! Ha! Now, let's show them what we're really doing. Shot! That's all fire and gotcha! Climbing spot! Double spinning edge! As you would know, this is where we prove ourselves. Revolt! This'll be over before they know what's hit them. Why not? Sure, we can do this all day! What is that? Come on, stop wasting our time. Jetzt hoffe ich mal, dass wir langsam jetzt mal da oben hinkommen. Heftig langer Weg, hä? No! We lost the upper hand! Komm, wir ziehen uns hier einfach durch. Komische Gegner, die haben so komische Zeichen, oder sind das, weil das Meister sind? Kann das sein? Weil das Meister sind? Und ich bin echt mal gespannt, wie wir denn... Okay. Wir hätten da hinten auch noch rumgehen können und dann da hoch. Boah, es ist ein Riesengebiet. Heftig. Heftig. Ich denke mal, ich speichere jetzt mal. Eingestürztes Steintor. All in one piece. Jetzt haben wir wieder mal einen Reisepunkt. When did it get so late? Oh, and I've started glowing. I'm a bit self-conscious. Okay, kann man schon Mobs farmen, glaube ich. Mipsy. Mipse kann man hier farmen. Die Hingelstraße. Das ist ein 23er. Ich würde ja gerne in die blöde Stadt endlich mal, aber wie komme ich denn dorthin? Ich habe keinen Plan. Ihr sagt mir zwar hier hoch, aber im Endeffekt... Come out, come out! Hier geht's ja auch nicht weiter, oder? Nee. Hier geht's auch nicht weiter. Nee, hier geht's nicht weiter. Hier kann ich mit Sicherheit nicht runterspringen. Ah, hier werde ich hundertprozentig sterben, wenn ich da runterspringe. Das heißt, das kann eigentlich nur noch da hochgehen und dann hier irgendwie rum um den Berg oder so. Oder geht's hier weiter? Ich schau mal hier hoch. Dass man irgendwie rumgehen muss oder so. Okay, bring it on. Wie kann man sich schlecht einschätzen? Teilweise sind sie alle höher, aber überhaupt nicht stark. Dann gibt es wieder Mobs, die sind gleichlevelig, aber extrem stark. Now I'm fired! Oh. Watch out! Stop! Cheers! Muscle slap! Rush down! Sword bash! Eagle eye! Ha! And a shot! Revitalize! Sure!
Oh, hier ist wieder Verstärkung. Okay, lass den. Lass den in Ruhe. Wenn du mich in Ruhe lässt, lass ich ihn auch in Ruhe. Schon besser aus. What have we here? Come out, come out. What have we here? Hier gibt's richtig schön Materialien. Unser Meimer. War with Moradin is looking more and more likely by the day. Looks like they've expanded the military program. That's a lot of warships. These ships look different to normal ships. Yeah. We don't muck about with our Titans much. No need for it. Orions like things pretty natural. I've seen Orion ships before, back in Argentum. It's like the total opposite of how the Ardanians use them. There could be one reason. They're always at each other's throats. They've been like cats and dogs for a long time. Well, from where I stand, the Ardanians are worse. All that metal is just bad taste. It's easy to think that way, but you're not considering how the Titans themselves feel. Huh? Don't all those modifications hurt? When Titans live with humans, that's just the way it is. I used to have a hut on my back and a crane stuck where the sun doesn't shine. I never complained, not even when Rex fired up a grill on my shoulders. Hey, you used to like that. Well, yes, I did like that. In fact, I miss it. If I did that now, we'd end up with Rose Titan. Indeed. So. Die scheinen alle friedlich zu sein. Thank you.
Okay. All in one piece. Geschäftsviertel. What's that? It's a distribution center. The government tries to ration out what little resources they have. In practice, it's just first come, first served. Okay, that's the last one for today. Come on! I'm a soldier. Been busting my gut for this country. That should be going to me, not the likes of you. Huh? Don't look at me like that. Respect your elders, you snot-nosed brat! Are you okay? What do you think you're doing? She's just a child. What? Huh? Huh? Who the hell are you? Rex, this isn't our business. Leave it. Being an adult isn't just about barking orders. Sometimes you need to help someone weaker. Shut your face! You don't know what the hell you're talking about! Let's show him a thing or three. Gotcha! No effect. You're done for! Make haste and retrieve it. Why not? Hiya. Hey, they deflected it! Yeah! Komplett vernichtet, würde ich sagen. Who are you? The color of that crystal? You're... Not good. You'll be bringing others before long. The rumors about Pyra must have traveled pretty far. Even grunts like him have heard him. Sorry. I guess I should have used the cloak. But who spread rumors? From what I hear, it's some fancy pants Nopon merchant. A Nopon merchant? Excuse me, Mr. Van Damme. Huh? Oh, well, if it isn't Iona! You grew a fair bit. How's Grandpa Cole doing? Ah. Not too good, then. Who's this? Huh? Oh, this is Iona.
That old friend of mine takes care of her. Hi, Iona. Great to meet you. Come on. Let's beat it before those soldiers show up. Verziehen wir uns mal. Okay, dann gehen wir mal weiter hier. Da oben gibt es auf jeden Fall noch eine Quest Spielkind Tartan. Okay, ihr habt eine Quest, Dobran. Jeder, wo früher war, ihr seid eine große Inspiration für mich, eine, die ich kaum in Worte fassen kann. Welch grandiose Profile ihr habt, wie gern würde ich sie mit ein paar Pinselstrichen auf Leinwände bannen. Stellt euch vor, ihr alle verewigt in meinen Kunstwerken, doch wehe mir, das Schicksal treibt sein eigenes Spiel. Sehr weiter, dein letzten... Stillleben ließ ich mich wohl etwas zu sehr mitreißen und stand plötzlich ohne Farben da. Ich verwende ausschließlich spezielle Farben in höchster Qualität. Oh ja, ich mische sie sogar selbst an. Nur mit hochwertigen Pigmenten gelingt liebhafte Farbtöne. Das ist, was meine Bilder so einzigartig macht. Ich wollte eigentlich einen der hiesigen Söldner mit der Suche nach den Rohstoffen beauftragen. Doch ich konnte mir seinen Sold nicht leisten. Der Konflikt in Moradin hat alle Preise in die Höhe getrieben. Viel zu kostspielig für die bettelarme Künstlerin, die ich bin. Doch gerade als die Situation am ausweglosesten erschien, seid ihr direkt vor meiner Nase gerannt. Das nennt man Fügung, ein Kunstwerk der Götter, die uns mit gigantischen Fäden epische Geschichten schreiben. Wäre es anmaßend, euch zu bitten, mir die Zutaten für meine Farben zu beschaffen, im Namen der Kunst? Als arme Künstlerin kann ich euch dafür leider nicht bezahlen, aber ich lasse mir einen Lohn einfallen, versprochen. Findet ihr mein Angebot akzeptabel, werdet ihr mir helfen? Ja klar. Hab vielen Dank. Zum Anmischen der Farben benötige ich Krabberichpanzer und 3 Farbensteine. Krabberichpanzer kann man in den Krim-Krabberichen am Verleihengewässer erbeuten. 3 Farben solltet ihr in den felsigen Gegenden Uirayas finden. Tausend Dank.
Okay. Schauen wir doch mal, vielleicht haben wir ja schon was. Krabbelig-Panzer. Drei Farbensteine. Okay, besorge den Farbenstein Uraya. Okay, das können wir dann nebenbei machen. Jetzt wollte ich aber eigentlich... Also, es zeigt uns eh schon an, wo wir hin müssen. Ich wollte aber jetzt eigentlich mal schauen. Gibt es hier nicht irgendwo was zum Übernachten? Eine Schlafmöglichkeit oder so? Jetzt zeigt es mir nichts an. Okay. Scheint schon wieder in eine Quest reingerannt. Hmm, is this some kind of theater? Yeah. It's a theater, all right. The guy we're here for leads the troupe here. Ah, actors, eh? And right now, they're in the middle of a show. Well, you want to take a quick peek? The Heroic Adventures of Adam. Might be interesting. I've never been to the theater before. Neither has Tora. Let's do it. Nice and quiet, though. Looks like it's pretty packed today. Okay. Gehen wir doch mal ins Theater. And I saw at that time that the powers of darkness had engulfed almost everything. People and titans alike were drawn into the abyssal vortex. The apocalypse was upon us. The end was nigh. But then, despite the wounds all over his body, the great Adam stood! O Architect, grant me power! Power to banish the dark, power to illuminate the world. Lo, loyal servant of the Architect, the Aegis. O Aegis, bless me with your power. Bring light upon the world. Thus they defeated the darkness, but at a terrible price. Three great continents sank beneath the sea of clouds forever. Servant of the Architect, by thy power, the world is saved. For the gift you have granted us, we are eternally grateful. I shall spread thy legend far and wide. May your name live on for eternity. Okay, haben wir schon wieder einen Reisepunkt. Sehr schön. Wir reden noch gleich mal mit ihr hier nochmal. So, okay. Jetzt wollte ich aber
eigentlich mal übernachten irgendwo? Kann man denn hier irgendwo übernachten? Okay, da wollte ich nicht hin. Kind of awkward, right? What was awkward? I mean that play. It was about Pyra. Must have been kind of bizarre for her, right? I don't know. I guess. Maybe you should go and make it right. Make it right? How? Idiot. I'll figure it out yourself. Huh? What am I supposed to... So, the theater. Wasn't it incredible? They had the cloth moving just like real clouds. How do you think they did that? Huh? Yeah. The clouds are pretty cool. They were so... cloudy? Ow! What are you saying, Bonehead? There's no need for that. I don't know what to say in a situation like this. Coming in, old fella. Crikey. Still collecting the junk, are ya? Watch it, you. There he goes. Don't make fun of a man's hobbies. Some greeting for your old comrade. Comrade? Yeah. I was a freelancer before the firm got going. Believe it or not, me and this old fella tore up a good few battlefields in our day. We sure did. And thanks to that bleeding heart of yours, we almost never got paid. Says the guy in the theater troupe. You can't be raking in much dough either. Well, what can I do for you, friend? Cole. You're old, ain't ya? Old enough to know how you cross over to the World Tree. Get to Elysium, I mean. Elysium? But why? Why would you want to go there? That core crystal. You're... So the Aegis is back amongst us. Who is your driver? I am. You? But you're... so young. How about it, old man? Do you know the way or not? I dare say if you've trekked all the way here to ask me, you've already tried going yourselves. Yeah, but we couldn't make it. No wonder. No one can get to the tree. Well, that thing's guarding the way there. It won't let anyone past. But a long time ago, there was a man who went up the tree. Met the architect, too. There was? Really? Yeah. I'll wager anything. He's got an idea how to get there again. You should try asking him. Well, who was it? Please, tell us. I've got to get to Elysium, no matter the cost. Well, I can tell you. But first, I'd like to have a word with her, if I may. With the Aegis, I mean. With Pyra? Of course. Please, through here. Mr. Cole, right? You wrote that play, didn't you? I hope it didn't stir up any painful memories. No, some of them are... good memories. You know, you're not very convincing. I'm sorry, I really am. I just wanted people to know about that time. Show people how we were back in those days. Really get it across to them. Will you be using it again? That power? I don't know yet. I just don't know if this world can take it a second time. I know that. I'd never use it if there was another way.
This is what I hoped for. But... That man's the only one who knows how to get to where you're going. Do you think you can make it to him? I just wanted to make sure. We can. I mean, it's my destiny. Yeah. That boy who's with you. His name's Rex. He's a good person. With a kind heart. Reminds me of a certain someone. Okay then, I'll help you out. Thank you, Minoth. Minoth. I'd almost forgotten that name. Now then, where did it get to? Oh, ich glaube, dass er krank ist. Grandpa! Old man, you okay? I'm fine. I'll be fine in a second. Nein, gib mir jetzt die Information, was ich brauche, nicht so sehr abkratzt hier. Now, we better call it a day, old timer. I'm sorry, fella. Yeah, okay. But come back again tomorrow, will ya? There's something I want. Okay, das heißt, dass wir vielleicht irgendwo übernachten könnten. Come on, I know a place we can rest. Und dann auch vielleicht ein paar Level machen könnten. Wir haben jetzt viel, viel gekämpft. Okay, Forschung abgeliefert. Wo können wir denn übernachten? Muss es da irgendwo ein Hotel geben, wo wir schlafen können? Söldnerlager. Aber es sieht nicht so aus, als wäre irgendwas zum Übernachten. Seewindpalast. Ah. Und da geht's zur Runde. Alter Pilgerpfad. Aber wo kann man hier übernachten? Kann man hier übernachten? Okay, wenn ihr sagt, wir sollen morgen wiederkommen, wir haben jetzt ja hier die Hauptquest. Ich denke mal, dass es jetzt hier irgendwo zum Übernachten geht. Ich hoffe es zumindest. Den alten Pilgerpfad schauen wir uns dann anders mal an. Was hatten die? Dicke Kunst. Hier blöde Übernachtungsding. It's a new day, everyone. So, what's on today's agenda? Ah, Gasthaus. Hier können wir übernachten. Dylan. Sprechen. Ja, wir übernachten. Oh, endlich.
Nee, ich glaube, dass er nicht ganz koscher ist. Oh. Well, I'll be. It's just one blast from the past after another today. You probably guessed, but we're not here for a reunion. Just as well. The Aegis is gone already. How disappointing for you, comrade. Still an asshole. Despite the years taking their toll, I'll wager all the doctors in this town are quacks, and all the blades are blunt. Abrona and I, we could fix that stagnant ether flow with a minimum of bother. What do you say? You could still have a lot of good years ahead of you. I mean, I won't deny there'd be a certain quid pro quo involved. But old man, just think of the benefits. Come. Can't you lend us your expertise here? Do so, and you could live for a long, long time. You know, friend, I'm not as attached to my life as I used to be. Maybe I've had enough. Your little lost souls will be simply inconsolable. The kids? No. They're strong. This is becoming a farce. A horrendously cliched one at that. Break a leg. Okay, ich habe gedacht, die bringen ihn jetzt um eigentlich. What's that? Hey, don't be shy. You heard everything we said, didn't you? Can you really help, Grandpa? Why, of course. We can help. That is, if you can help us. Can you do that for your grandfather? Okay, sie träumt. This is... You can't come here. Charming. So you're making the rules now, huh? You didn't come here to talk about the old days, did you? We've snatched Menoth's little brat. No. Meet me at the place of your awakening. You remember it, right? Oh, and come alone. Oh my God. In the loo, I guess. Im Pott sitzt die nicht. Old man, what happened? Iona, she's gone. It must have been them. Who's them? After you went, Malos and some other guy paid me a visit. Malos was here. Who was the other guy? Didn't catch his name, but he had red glasses. That's Akos. But what would he want with Iona? Wait, Nia, where's Pyra? She wasn't there when I woke up. What? No one's seen her. Pyra, maybe she realized what was going on with Iona. Well, knowing those two, it's not unthinkable. That girl... trying to save her on her own. Where's she gone? Didn't she leave a note? No, I'd have noticed. I know where. I think it could be Alethro Ruins. Alethro Ruins? It's where Adam led his army of resistance from 500 years ago. It's the place where the Aegis woke up too. It must be that Malos is trying to lure her down there. I'm sure of it.
Cole, tell us how to get there. It's at the top of the Great Stairway. Van Damme. Hey, fella, take care of this old man for us. Yes. Let's move. If we go now, maybe we can catch up to her. Ich würde jetzt gerne mal wieder Poppy in die Gruppe nehmen. Dass wir mal einen gescheiten Tank haben. Okay. Können wir denn jetzt hier nochmal übernachten? Ja, schlafen wir nochmal. Dass wir hier noch ein bisschen leveln können. See, Gramps, I'm getting better. Really? I'm still getting stronger. Tora feels stronger. Feeling it in me guns. Okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir doch jetzt an dieser Stelle einen Cut und schauen in der nächsten Folge dann, wie es weitergeht. Bleibt auf jeden Fall dran, ist sehr, sehr spannend. Und ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Hat wieder riesen Spaß gemacht, die Folge. Ist zwar schon wieder länger gegangen, als ich eigentlich geplant hatte, aber du kommst von dem Spiel einfach auch nicht weg. So, Tora will mit den Freunden zusammen zum Theater von Cole, einverstanden. Warum denn das? Tora und Poppy haben heimlich Theaterstück eingeübt. Ich hatte mich schon gefragt, was sie da im Schilde führt. Stück geht über interessante Geschichte, die Tora von Jungporn aus Stadt hier gehört hat. Rex Rex soll Rolle im Publikum spielen. Das kann ja was werden. Ich bin dabei. Und Tora hat noch andere Bitte. Diesmal Ania. Genauigkeiten kann Tora erst später sagen. Ist Geheimnis. Gut, dann gehen wir doch mal ins Theater. Okay, da waren wir vorher schon. Masterpawn is ruffled. Engage comb protocol. Gut, Leute, jetzt aber wirklich ein Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bleibt auf jeden Fall dran. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Andi.